Sylvanian Families. Stella Chocolate. Hallo, wie geht's euch denn so? Sylvanian Families Mini-Episoden. Diese wundervolle Stadt ist voller Träume und man erfährt jeden Tag etwas Neues. Stella Chocolate ist Designerin. Gerade ist sie auf dem Rückweg in ihr Atelier. Sie hat mehrere Ballen schöner Stoffe bei sich. Ich habe so schöne Stoffe gefunden. Und so viele. Wow, was für eine coole Maske. Ich möchte ein schönes Kleid tragen und auf einen Maskenball gehen. Langsam werde ich aufgeregt. Ich werde hart für Freya arbeiten. Wir sind hier, um zu helfen. Laura, Lulu. Wow. Fantastisch. Oh, wie schön. Sie sind alle toll. Vielen Dank, ihr zwei. Jetzt fehlen nur noch ein paar i-Tüpfelchen. Sehr schön, du bist fast fertig. Wir können dir helfen. Melinda ist so herzlich und ehrlich. Diese himmelblaue Feder wird ihr sicher gut stehen. Das hier ist für Ralph. Er ist so voller Energie, das heißt, ich muss es fest annähen, damit es hält. Ah, fertig. Oh, zeig her, zeig her. Das ist so süß. Das ist ein Blumenaccessoire. Ja, Freya liebt Blumen sehr, wisst ihr? Es wird ihr gut stehen. Nicht wahr? Alle Kleider sind fertig. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen. Fang mich doch, Ralph. Na los, Stella. Ich krieg dich. Nanu, wer ist nur diese hübsche Dame? Tada! Du bist es, Freya. Gefällt dir der Ball? Er macht ganz viel Spaß. Das Kleid und das Blumenaccessoire sind beide wunderhübsch. Vielen Dank, Stella. Ich bin sehr froh, dass sie dir gefallen. Hä? Stella, wollen wir tanzen? Sehr gern. Freya und Cram warten aufgeregt darauf, dass ihre Mutter wieder nach Hause kommt. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Seht in der nächsten Folge von Sylvanian Families Mini-Episoden ein neues Geschwisterchen. Also nicht verpassen!